Ich bin Frank Hildebrandt und Leiter der Antikensammlung im Museum für Kunst und Gewerbe. Herzlich willkommen! Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diese große Büste des Kaisers Commodus, der ab 180 nach Christus das große Römische Reich regierte. Spannend an diesem Bildnis ist nicht nur der Mantel, der Feldherrenmantel, der ihn als mächtigen Feldherrn ausweist, sondern vor allem auch eine kleine poröse Schicht an seiner rechten Schulter, die darauf hinweist, dass es sich um einen Schiffswrackfund handelt. Es gibt also nicht nur vorne, sondern auch an den Seiten und von hinten viel zu entdecken bei unseren Bildnissen.